Auf der anderen Seite steht die Parameterübergabe. Das war was, was jetzt beim Aufruf von Prozeduren und Funktionen eine Bedeutung hatte. Dort gilt die Parameterliste, ist ein Ausdruck, gefolgt von, durch Komma abgetrennt, weiteren Ausdrücken. Die Semantik ist, es wird hier übergeben ein Initialwert für den formalen Parameter. Man bezeichnet das hier auch als aktuellen Parameter oder aktuellen Parameterwert. Dabei muss natürlich gelten, die Anzahl an formalen Parametern, die halt bei der Prozedur oder Funktionsdefinition angegeben wurden, muss gleich sein der Anzahl an aktuellen Parametern. Und für alle Parameter in der entsprechenden Reihenfolge gilt, der Typ des aktuellen Parameters muss gleich sein dem Typ des formalen Parameters, beziehungsweise typkonform, wenn man mit einbezieht die impliziten Typumwandlungen. Man kann sich das dann als Schema so vorstellen. Ich habe hier eine Funktion Summe mit zwei formalen Parametern, ob 1, ob 2. Ja, das kann man sich vorstellen als die Deklaration und Definition zweier lokaler Variablen, deren Initialwert aber zunächst unbestimmt ist. Und die kann ich dann hier benutzen. Wenn ich jetzt diese Funktion aufrufe an dieser Stelle, dann wird ob 1 und ob 2 mit den berechneten Werten dieser aktuellen Parameter Werte initialisiert. Das heißt, an dieser Stelle ist ja der Wert des Literals 2, 2. Ob 1 wird mit 2 initialisiert und ob 2 wird mit 3 mal 4, also 12 initialisiert, sodass hier zugegriffen wird auf die beiden Variablen und es wird geliefert, 2 plus 12 ergibt 14. Dieser Wert 14 wird jetzt hier weiterverwendet und in S1 gespeichert. Dann wird Summe berechnet von S1 minus 5. Das heißt, hier wird jetzt der Ausdruck berechnet. In S1 ist aber 14 abgespeichert worden. Also wird ob 1 mit 14 initialisiert bei diesem Aufruf und ob 2 wird mit minus 5 initialisiert. Dann wird berechnet ob 1 plus ob 2. Das heißt, 14 minus 5 ergibt 9. Das wird als Funktionswert geliefert. Und diesen 9 wird dann der Variablen S2 als Initialwert zugeordnet.